Hier der Vortrag von Arno Münster über Ernst Bloch und Spinoza anlässlich der Veröffentlichung des Buches Ernst Bloch und Spinoza, Läuterungen zu den Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, erschienen im Thalheimer Verlag Mössingen-Thalheim im November 2021. Lob Ernst Blochs Spinoza-Rezeption. Ernst Bloch Spinoza Vorlesungen an der Universität Leipzig vom November 1955 war zweifelsohne einer der Höhepunkte von Blochs ausschließlich der Geschichte der Philosophie gewidmeten Lehrveranstaltungen in der DDR, in denen die traditionelle bürgerliche Philosophiegeschichtsschreibung in materialistisch-marxistischer Perspektive gewissermaßen gegen den Strich gebürstet wurde, durch den Versuch, vor allem die fortschrittlichen und utopischen Tendenzen in der Philosophie der Renaissance und der Neuzeit zu betonen, sowie all diejenigen subversiven, kritischen, dialektischen Denkansätze zu würdigen, die die Funktion hatten, die Logik legitimistischer, konservativer Denk- und Herrschaftssysteme zu unterminieren, zum Beispiel durch den Rekurs auf das Naturrecht, auf die Verteidigung der individuellen Freiheiten, der Autonomie, der Demokratie und der Republik, der Verteidigung der Menschenrechte und die Kritik am Dogmatismus der Religionen und der Theologie, die Gehorsam und Unterwürfigkeit unter die göttlichen Gebote predigten. In diesem Kontext hat das Werk und das Denken des jüdisch-niederländischen Philosophen Baruch de Spinoza 1632 bis 1677 einen besonders großen Stellenwert. Es kann deshalb kein Zufall sein, dass Spinoza heute, zum Beispiel in Frankreich, dem Land der Erklärung der Menschenrechte und der Revolution von 1789, auf der Beliebtheitsliste der Philosophen den allerersten Platz einnimmt, noch vor Descartes, Rousseau und Voltaire. Es hat ganze 30 Jahre gedauert, bis diese Spinoza-Vorlesungen von Ernst Bloch endlich im Jahre 1985 im Band 3 der Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie im Suhrkamp Verlag veröffentlicht wurden, zum 100. Geburtstag des 1977 in Tübingen im Alter von 92 Jahren verstorbenen Philosophen, der 10 Jahre lang vergeblich darum gekämpft hatte, dass diese Vorträge noch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht würden. Dass sie schließlich doch noch 1985 erscheinen konnten, das war weitgehend das Verdienst von Ruth Römer, einer Bloch-Schülerin aus Berlin, die diese Vorlesungen, die Blochs Leipziger Sekretärin vom Tonband abgetippt hatte, bearbeitet hat, sowie seiner Tübinger Assistenten, die schließlich aus dieser Version des Typoskripts Anfang der 80er Jahre für den Suhrkamp Verlag eine druckfertige Fassung erstellt hatten. Für Friedrich Lenoir, den Autor eines vor 3 Jahren in Frankreich erschienenen Buches Das Wunder Spinoza, Le Miracle Spinoza, une philosophie plus éclairée notre vie, ist Spinoza unbestritten ein Revolutionär unter den Denkern des 17. Jahrhunderts. Ein Denker, der seiner Zeit weit voraus war, der uns in seinem Hauptwerk, seiner Ethik, die Kunst der Freude, die Kunst des Frohsinns lehrte und gleichzeitig auch ein Pionier der Philosophie der Aufklärung war, der mit seinem theologisch-politischen Traktat vom Jahre 1670 als einer der ersten klar für die Trennung des Politischen und des Religiösen von Politik und Religion sowie für die Freiheit des Bewusstseins und der Meinungsäußerung eintrat, auch der Vater der historisch-kritischen Bibelexegese, kurzum ein Genie, ein Genius, der im Rahmen seiner Lehre von der Weisheit für die Befreiung der Individuen aus den Fesseln des religiösen Dogmatismus und für deren Recht auf Gerechtigkeit und Glück im Rahmen einer demokratischen Republik kämpfte, die die Autonomie und Freiheitsrechte der Bürger garantiert und respektiert. Was aber bedeutete Spinoza für Ernst Bloch? Wie Blochs Leipziger Spinoza-Vorlesungen belegen, ist Spinoza für den Autor des Prinzips Hoffnung zwar all dies schon Gesagte, aber vor allem ein ganz großer Rationalist, der Repräsentant eines totalen Rationalismus, bei dem Deduktionslogik und Erkenntnistheorie zusammenfallen und
ist jemand, der zum Beispiel in seiner Abhandlung von der Verbesserung und Läuterung des Verstandes den Weg sucht, auf dem man durch die Läuterung des Verstandes ein gutes Leben führt oder führen kann. Um selbst gut zu werden, muss ich das Gut der Wahrheit finden in der Wahl einer aus Verstand und Denken und Erkenntnis gebauten und daran orientierten Lebensrichtung. Das ist ein anderer Ausgangspunkt als bei Descartes, obwohl der Rationalismus von Descartes unbestritten auf denjenigen von Spinoza einen großen Einfluss ausgeübt hat. Ein Zitat: Der Spinozismus ist, so Bloch, die bürgerliche Vernunft katexochen, mit einer majestätischen Fassade der Ratio. Bloch sieht hier einen Einfluss auf Spinoza durch den neustoischen niederländischen Philosophen Justus Lipsius, auch denjenigen des altgriechischen Philosophen Chrysippos, der gänzlich spinozistisch klingt, nur der Weise kann durch Betrachtung und Wissen das zu erstrebende höchste Gut durch sein Wissen erreichen. Dieses Wissen steht bei Spinoza gegen das erbarmungslose Treiben der Sinneslust, der Erwerbsgier und der Streberei. Wie Bloch unterstreicht, ist bei Spinoza nun so viel bürgerlich-mechanisches, mechanistisches Bewusstsein gesammelt durch die Einzelwissenschaften und durch die Evidenz der gesellschaftlichen Ideologie, dass wieder Weltgewissheit eintritt, aber eine Weltgewissheit, die im Bewusstsein Spinoza nichts mehr mit der Scholastik zu tun hat, sondern mit der mathematischen Naturwissenschaft. Der Ordo Sempiternus Rerum erscheint als das Buch der Natur, das in Zahlen geschrieben ist. Dieses ist nun ganz aufgeschlagen, sagt Bloch. Was sich ausdrückt in diesem Buch, ist die ewige Substanz selbst, die in zwei Attributen für uns bis auf den Grund erkennbar ist. Die Substanz causa sui oder Deus sive natura hat unendlich viele Attribute, von denen uns in unserem Modus nur zwei zugänglich sind, Körper und Bewusstsein nach Descartes, res extensa und res cogitans. In Spinozas Pantheismus herrscht, und auch das ist ein Erbe Descartes, eine strenge mathematische Ordnung. Dies bedeutet, so Bloch, dass in Spinozas Ordnung an der Spitze, wie in der euklidischen Geometrie, Axiome stehen, hier noch vermehrt um Definitionen. Spinozas Ethik hat 5 Grundzüge in der Struktur. Sie beginnt mit Definitionen und Axiomen. Definitionen sind erläuterte Grundbegriffe. Axiome sind Grundbedingungen des notwendigen Zusammenhangs von Begriffen. Die begründeten Hauptsätze, die selbst nicht begründet zu werden brauchen. Das erste Axiom lautet: Alles, was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Das zweite Axiom: Das, was nicht durch ein anderes begriffen werden kann, muss durch sich selbst begriffen werden. Das dritte Axiom lautet: Aus einer gegebenen bestimmten Ursache folgt mit Notwendigkeit eine Wirkung. Dies sind, so unterstreicht Bloch, die nach euklidischem Muster von Spinoza hergestellten Gedankenfiguren als Axiomen, Axiome und Definitionen. Dazu kommen dann noch, ebenfalls in streng logisch-geometrischer Folge und Ableitung, Propositionen, Korollarien oder Folgesätze, Lehrsätze, Erläuterungen oder Skolione. Das sind die Formen, in denen die spinozistische Systematik More Geometrico einherschreitet. Dies stellt eindeutig unter Beweis, wie sehr Spinozas Denken von einem strengen, ja geradezu extremen Rationalismus geprägt ist, den man gleichzeitig auch einen extremen objektiven Idealismus nennen könnte, sagt Bloch. Und dadurch erfülle Spinoza genau den philosophischen Traum des 17. und 18. Jahrhunderts, das heißt den Traum von einer universalen Mathematik, denjenigen der Mathesis Universalis eines Leibniz und eines Descartes. Zitat: Das, was bei Leibniz das Programm einer Charakteristika Universalis war, ist bei Spinoza in einem engen Raum, im euklidischen Raum sozusagen, erfüllt. Deshalb ist in Spinozas Denken auch die Freude rein rational und nicht psychologisch-emotional begründet. Als entschiedener Rationalist bekämpft er deshalb nicht nur alle Formen von Aberglauben, von Wundern
und sonstigen irrationalen Hirngespinsten, sondern auch alle negativen Leidenschaften in der menschlichen Natur. Unterscheidet Aristoteles in seiner Rhetorik noch 14 verschiedene Typen von Leidenschaften und Descartes in seinem Traktat über die Leidenschaften noch 7, so gibt es bei Spinoza nur noch eine einzige wirkliche Leidenschaft, die zählt, den Conatus, das heißt den natürlichen Selbsterhaltungstrieb alles Seins, suum esse conservare, das heißt das menschliche triebhafte Begehren, das heißt einen, wie Spinoza unterstreicht, Affekt, der, wenn er sich verstärkt, zu Freude wird, der aber, wenn er sich stark abschwächt, auch zu einem Affekt der Traurigkeit werden kann. Aufgabe der Vernunft, das heißt der Ratio, in einem von der Vernunft geleiteten Leben, muss nach Spinoza jedoch immer sein, diesen negativen Affekt zu unterdrücken und zu bändigen. Die richtige Lebensführung ist das ständige, rationelle Streben nach Glück und Gerechtigkeit im Rahmen der Notwendigkeiten, der naturgegebenen Gesetze und unter Respekt der persönlichen Freiheit und derjenigen des anderen in einer freien, demokratisch regierten Republik. Wie Ernst Bloch unterstreicht, ist Spinozas Denken keine Bewusstseinsphilosophie, sondern eher so etwas wie eine Raumphilosophie. Zitat: Der Primat geht auf Extensio, das heißt auf den mechanischen, raumhaften, quantitativen Materialismus. Nur dass dieser Raum nicht passiv ist, wie in der euklidischen Geometrie, und nicht ein Behälter wie im mechanischen Materialismus, sondern ein sich bewegendes, ausstrahlendes, gestaltend umgestaltendes Urwesen, das in ungeheurer Bewegung ist, sich zusammenrollt, sich ausdehnt, entlässt, zurücknimmt. Der Raum ist das Fleisch Gottes, die Substanz selbst in der Substanz. Und für Spinoza ist das Raumhafte das genuinste Ordnungsattribut, in dem Gott-Natur sich ausdrückt. Auf dieser Ebene aber erfolgt also ein gewisser Umschlag in Mystik, und es ist durchaus legitim, hier einen Vergleich zur Zimzum-Lehre der Kabbala zu ziehen, die bereits eine solche Lehre vom Raum als Selbstkontraktion des vorweltlichen Gottes enthält, die Spinoza mit Sicherheit gekannt haben muss, hatte er doch seine Schuljahre in einer Amsterdamer Talmud-Torah-Schule absolviert. Aber die Formel Deus sive natura bedeutet für Spinoza, den großen Rationalisten der Voraufklärung, vor allem die Negierung des persönlichen Gottes und die völlige Gleichsetzung der Gottheit mit der Natur. In seinem System des Pantheismus ist also alles determiniert, alles ist logisch, mathematisch abgeleitet, auch das Existierende als Modus der Attribute der Gottnatur, der idealistische Subjektivismus in der Form des Liber Arbitrium ist weitestgehend eliminiert. Diesbezüglich wäre auch daran zu erinnern, dass zum Beispiel für Hegel Spinoza ein unverzichtbarer Ausgangspunkt alles Philosophierens war. Auch wenn sein Begriff der Substanz, den er mit dem allgegenwärtigen und unsichtbaren Naturgott Deus sive natura gleichsetzt, absolut nicht identisch ist mit dem hegelischen Subjekt. Nichtsdestoweniger war Hegels Devise entweder Spinoza oder gar keine Philosophie, eine Sentenz, die vermutlich auch einen gewissen Einfluss auf Friedrich Nietzsche hatte, der Ende des 19. Jahrhunderts während seiner Arbeit an Zarathustra in Spinoza seinen Bruder und Verbündeten entdeckte und in der Person des berühmten Autors der Ethik aus dem 17. Jahrhundert einen sehr atypischen und sehr einsamen Philosophen lobte, mit dessen Lehre er in 5 Punkten ganz übereinstimme und der ihm sehr nahe stehe. Zitat von Nietzsche: Er leugnet die Existenz der Willensfreiheit, der Zwecke und der moralischen Weltordnung, den Nicht-Egoismus des Bösen, so groß auch immer unsere Meinungsverschiedenheiten sein mögen. So beruhen diese jedoch vor allem auf den unterschiedlichen Bedingungen der Epoche, der Kultur, des Wissens. In Summa, meine Einsamkeit, die auf der Höhe der Berge mich nur allzu oft atemlos macht und meinen Blutdruck erhöht, ist zumindest eine Dualität. Wunderbar. Doch in der Tat ermöglichte diese große Einsamkeit des Heiligen von Sils Maria, diesen brüderlichen Brückenschlag von Sils Maria zu dem großen Einsamen von Amsterdam, dessen Hauptwerk Ethik
1677 erst nach seinem Tode erscheinen konnte. Nun ein paar Anmerkungen noch zu den Einflüssen auf den jungen Spinoza durch den Talmud, die Kabbala und Descartes. In seiner allerersten Leipziger Vorlesung über Spinoza vom 21. November 1955 erwähnt auch Ernst Bloch die Einflüsse des jüdischen Schrifttums auf den jungen Spinoza, vor allem denjenigen des Talmud. Seine Zuhörer daran erinnernd, dass der in der jüdischen Gemeinde von Amsterdam aufgewachsene Spinoza in der Yeshiva bereits im Alter von 6 Jahren von einem Rabbiner im Talmudstudium unterrichtet wurde, wie er unterstreicht, eine ungeheuer frühe Übung des Verstands, an der Spinoza, wie sich von selbst versteht, als ungewöhnlich begabter Knabe sehr früh teilnahm, sodass er mit 15 Jahren ein vollkommener Talmudist war. Bloch, die Judenknaben haben schon mit 3 Jahren lesen gelernt. Mit 5 Jahren konnten sie schon die Bibel lesen. Dann begann mit 6, 7 Jahren das leichte Talmudstudium. Und das ging weiter bis 12, 13. Dann aber, bemerkt Bloch, geschah etwas Außergewöhnliches. Spinoza warf das weg. Es interessierte ihn nicht mehr. Es begann der Weg zu den Christen, zu Van den Enden, seinem väterlichen Freund, der ihn wohl auch zuerst auf Giordano Bruno aufmerksam gemacht hat. Van den Enden ist nicht hoch genug zu schätzen in dem Einfluss auf den jungen Spinoza und seine Abkehr vom Judentum. Im Unterschied zu anderen jüdischen Interpreten des Werks von Spinoza, die vor allem den Einfluss des Talmudstudiums des jungen Philosophen hervorheben, unterstreicht Bloch jedoch noch einen anderen Einfluss, denjenigen der mystischen Gegenbewegung aus dem Neuplatonismus gegen dieses rein auf den Verstand, auf eine Hypertrophie des Verstandes, wie Bloch sagt, gegründete orthodoxe Talmudstudium, denjenigen der Kabbala nämlich, die wiederum eng mit der Gnosis zusammenhängt. Diese war, wie Bloch hervorhebt, von großem Einfluss auf die Renaissance, vor allem auf Pico della Mirandola, aber eben auch, vor allem durch die Vermittlung des spanischen Kabbalisten Rastai Crescas, auf Spinoza. Zitat, die Kabbala hat auch die Emanation des Lichts von oben herunter, wie die Neuplatoniker, wie Plotin und dann die Gnosis. Bei Plotin erfasst, erfließt das Licht aus der Usia, in der Kabbala aus dem En Sof. Im zweiten Band des Prinzips Hoffnung hatte Bloch schon auf gewisse Affinitäten zu Giordano Brunos Pantheismus mit dem wissenschaftlich-mathematischen Pantheismus Spinozas hingewiesen. Zitat, Giordano Bruno hatte einen Pantheismus des Eroico Furore, Spinoza einen kühlen Pantheismus von durchgehender Wissenschaftlichkeit. Und zwar ist Spinozas System, das erste System des Pantheismus, mit der besonderen Form eines mathematischen Pantheismus, ja eines mathematisch-materialistischen Pantheismus. Sein System ist das großartigste Bauwerk, das die Geschichte der Philosophie neben denen von Aristoteles und Hegel kennt. Wobei das spinozistische System noch geschlossener ist als das von Aristoteles und Hegel. Denn es ist nicht nur aus einem Guss, es ist nicht nur in sich zurückkehrendes Licht, wie bei Hegel oder Neoseos, aufstrebende Orme, Sehnsucht, wie bei Aristoteles. Und das ist alles, ist als anthropomorph ausgelassen. Zitat Ende. Nun hat aber offensichtlich der starke Einfluss des Rationalismus von Descartes, der unter anderem Spinoza dazu motiviert hat, im Jahre 1663 einen Essay über die Prinzipien der Descartesischen Philosophie in mathematischer Form dargestellt zu verfassen, dazu geführt, dass zusätzlich auch unter dem bestimmenden Einfluss von Van den Enden dieser Einfluss der Kabbala im Denken und Werk Spinozas immer mehr verdrängt wurde, ebenso wie die gründliche theologische Schulung seiner Jugendjahre in der Talmudschule der jüdischen Gemeinde von Amsterdam. Bloch resümiert, wir haben also die Bibel, wir haben den Talmud, wir haben die Kabbala, wir haben die Mathematik, wir haben Descartes. Und nun kommen Giordano Bruno dazu und Avicebron und vermutlich Avicenna und Averroes, allein schon durch die spanisch-arabische Tradition. Spinoza war also reich gelehrt, aus verschiedensten Wurzeln, gespeist aus verschiedensten Quellen. Daraus ist nun aber nicht ein Konglomerat oder etwas Eklektisches entstanden,
sondern ein ganz neues, das so neu ist, dass man Mühe hat, die Quellen zu finden. Im Unterschied zu den Eklektikern, wo man ja nur ein Aggregat auseinanderlegen muss und sieht, aus welchem Brand diese Aschenhäufchen zusammengetragen worden oder gerettet worden sind. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wir haben hier in der Gestalt des Werks von Spinoza die höchste Blüte des Rationalismus, und zwar eines Rationalismus ohne außerweltlichen Gott, zum Unterschied auch von Descartes, ohne alle echte oder unechte Reverenz vor dem Kirchenchristentum. Das hat es überhaupt noch nicht gegeben. In seiner dreiteiligen großen Spinoza-Vorlesung in Leipzig zeichnet Bloch das Porträt dieses großen portugiesisch-holländisch-jüdischen Heretikers und Gelehrten aus dem 17. Jahrhundert, der 1632 in Amsterdam als Sohn jüdischer Eltern geboren wurde, die wie so viele andere portugiesische Juden, die um den antisemitischen Verfolgungen in ihrer Heimat zu entgehen, nach Amsterdam emigriert waren und der 1677 im Haag, ein Jahr vor der posthumen Veröffentlichung seiner Ethik, im Alter von nur 44 Jahren verstorben ist. Amsterdam galt seit Beginn des 17. Jahrhunderts als das neue Jerusalem in Europa. Das heißt, als eine Stadt mit einem relativ liberalen Regime, in dem große Religionsfreiheit herrschte und in der sich schon seit dem Ende des 16. Jahrhunderts eine große jüdische Gemeinde angesiedelt hatte, die dort völlig frei und unbehelligt ihre Religion ausüben und ihre Traditionen pflegen konnte. Dieses neue Jerusalem war offiziell jedoch kein Ghetto und war auch nicht, wie in den meisten anderen europäischen Großstädten, von einer Mauer umgeben, die sie von der christlich-protestantisch-kalvinistischen Bevölkerungsmehrheit der Niederlande isoliert hätte. Die meisten dieser Amsterdamer Juden waren Maranen, die in Portugal, ähnlich wie in Spanien, nur um ihr Leben und ihren Beruf zu erhalten, unter Androhungen und Repressalien formell zum Christentum übergetreten waren, die aber insgeheim, das heißt zu Hause, in ihren Wohnungen weiterhin die jüdischen Traditionen pflegten, am Freitagabend den Sabbat und die jüdischen Feste, Pessachfest und so weiter, feierten. Einmal in ihrem Exilort in Holland angekommen, kehrten jedoch viele dieser portugiesischen Juden bald zum Judentum zurück. Diese jüdische Gemeinde in Amsterdam hatte auch eine Art von Selbstverwaltung, das heißt, sie wurde von einem Mahamat, einem Rat von Rabbinern und Laien, verwaltet und regiert, der streng darüber wachte, dass die Gemeindemitglieder die jüdische Tradition und das strenge jüdische Gesetz, die Halacha, respektierten. In diesem Klima also wurde der junge Baruch de Spinoza groß, dessen Eltern ihn bereits als Sechsjährigen in die Yeshiva, die Talmudschule von Amsterdam, schickten, wo er 7 Jahre lang von dem Rabbiner Saul Levi Mochteira in Talmud Torah unterrichtet wurde. Spinozas Großvater Pedro Isaac Espinosa hatte schon Ende des 16. Jahrhunderts Portugal verlassen und war zunächst nach Nord in Frankreich, später dann ebenfalls nach Amsterdam emigriert. Dort öffnete dann Spinozas Vater Michael mitten im jüdischen Viertel von Amsterdam ein Geschäft für Kolonialwaren, das in unmittelbarer Nähe des Rembrandthauses lag. Sein Vater war Mitglied der Parnassim, das heißt des regierenden Judenrats der Stadt, der auch die Rabbiner ernannte. Als erwiesen ist wohl anzusehen, dass Baruch de Spinoza, der bis dahin als ein perfekter Talmudist galt, von 1647 an verstärkt und determinierend, was auch Ernst Bloch unterstreicht, unter dem Einfluss von Van den Enden geraten war, eines freidenkerischen Latein- und Griechischlehrers aus Antwerpen, der dem Jesuitenorden beigetreten war, der aber noch vor seiner Ordinierung zum katholischen Priester wegen seiner abweichenden Ideen aus der Societas Jesu ausgeschlossen worden war. Im Jahre 1645 übersiedelte er dann nach Amsterdam, wo er 1652 eine Lateinschule gründete. Wie Friedrich Lenoir unterstreicht, erwarb sich van den Enden relativ schnell die Reputation eines großen Gelehrten, Lehrers und Freigeistes, dem jedoch vorgeworfen wurde, mit seinem Unterricht den Nährboden für den Atheismus zu schaffen. Seine Ideen galten als subversiv, insofern als sich, so wie Spinoza, als er sich für die uneingeschränkte Meinungsfreiheit, für die Aufklärung der Massen und für die Demokratie aussprach. Dass dieser einen großen Einfluss auf Spinoza hatte, just in dem Moment, wo dieser im Begriffe war,
sich vom orthodoxen Judentum und gleichzeitig von jeglicher theologischer Dogmatik und religiöser Intoleranz zu emanzipieren, ist unbestritten. Ebenso wie der Einfluss von Juan de Prado bei diesem Prozess der allmählichen und immer radikaler werdenden Abwendung Spinozas von der jüdischen Religion und Tradition. In der Tat handelt es sich dabei, wie Patricia Troschmann in ihrer Doktorarbeit über Spinoza und seine jüdischen Quellen hervorhebt, um einen Prozess der Distanzierung und der Abkehr, der im Zeitraum von 1655 bis 1662 erfolgte und bei dem die Begegnung mit Juan de Prado vermutlich noch bedeutsamer und folgenreicher war als diejenige mit Uriel da Costa und Van den Enden. Troschmann zufolge muss Juan de Prado als der eigentliche Vorläufer Spinozas angesehen werden, sei er doch die eigentliche Ursache für Spinozas Bruch mit der jüdischen Orthodoxie samt allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Juan de Prado, der an der Universität von Alcalá in Henares studiert hatte, lehrte eine deistische Doktrin, der zufolge Gott die Welt erschuf mit unveränderlichen Gesetzen, was jegliche Intervention der göttlichen Vorsehung in den Lauf der Menschheit sowie den Begriff des Wunders ausschließt. Wie Uriel da Costa glaubte auch Juan de Prado weder an die Unsterblichkeit der Seele noch an die Lehre von den Juden als dem auserwählten Volk. Beide kritisierten die monotheistischen Religionen, die die Menschen nur gegeneinander aufbringen. Der von 1655 an gemeinsam geführte Kampf von de Prado und Spinoza belegt die entgegengesetzte Entwicklung zweier Männer. Aber in ihrer gemeinsamen Widerstandskraft bestätigt sich die Macht und die Kraft des Conatus-Prinzips. Konkret bedeutet dies, dass Spinoza, der im April 1656 durch den Herem aus der jüdischen Gemeinde Amsterdams verdammt und exkommuniziert wurde und der sich 1655 strikt geweigert hatte, seine Ideen und Meinungen zu widerrufen, mit immer größerem Abstand zur Theologie und zur jüdischen Gemeinde zum Repräsentanten einer freien, ausschließlich auf die Vernunft, die Ratio gegründeten Philosophie wurde, wohingegen de Prado gewissermaßen eine Doppelstrategie betrieb, einerseits durch das freiwillige Eingeständnis seiner Fehler im Juli 1656 und durch seinen gleichzeitigen Kampf für die Heterodoxie und seine Rechte als gleichberechtigtes Mitglied der jüdischen Gemeinde Amsterdams. Er verfocht die Idee eines nicht-religiösen Judentums sowie eines säkularisierten Judentums, Ideen, die begeistert von Spinoza in der Form des Kampfes für das Laientum und der Lehre von einer universellen Ethik aufgenommen wurden. Auch Spinoza bestritt das Dogma von den Juden als dem auserwählten Volk, kritisierte die Lehren der Propheten sowie das Dogma von der Wiederauferstehung der Toten. Nach Yirmiyahu Yovel, dem größten israelischen Spezialisten von Spinoza, liegt die eigentliche Ursache, der eigentliche Grund für diesen Bruch Spinozas mit der jüdischen Orthodoxie und Tradition sowie mit dem theologischen Dogmatismus und Fanatismus seiner Zeit, allgemein jedoch in dem zerrissenen Bewusstsein der neuen Juden von Amsterdam. Was erkläre, warum gerade diese beiden Persönlichkeiten, da Costa und Spinoza, ebenso wie einige andere sogenannte Ketzer dieser Epoche, gewissermaßen den allgemeinen geistigen Zustand der Situation dieser neuen Juden verkörperten. Ohne die Bedeutung der persönlichen Kontakte zu leugnen, müsste folglich das Phänomen der Dissidenz im Zusammenhang mit den umfassenden kulturellen Strukturen erklärt werden, mittels derer diese persönlichen Fälle identifiziert werden könnten, und deren Dimensionen jedoch weit über die fraglichen Individuen hinausgehen. Zweifelsohne war diese Form der Dissidenz unter den besonderen Bedingungen und im Spannungsfeld dessen entstanden, was Yovel das Exil im Exil bzw. den Eifer der Konvertiten oder den neuen Dualismus, der von Portugal nach Amsterdam, dem neuen Jerusalem,
emigrierten Maranen nennt, der charakteristisch war für all jene Emigranten, die unbedingt wieder jüdisch werden wollten, deren Anpassungsprozess jedoch durch eine Vielzahl von Symbolen, Verhaltensweisen und anderen Weltbildern gebremst, verzögert wurde. Durch dieses wiederentdeckte Judentum unvermeidlich deformiert wurde. Und was in Spanien der Gegensatz zwischen verinnerlichter, abstrakter Wahrheit und falscher offizieller Kultur gewesen war, wurde nun zur Differenz innerhalb einer offiziell angesehenen Kultur, die konform zur Wahrheit jedes Einzelnen war. Wie Jovell nachweist, wurzeln einige für Spinoza typische Eigenschaften und Ansichten in dieser Kultur der Marane. Die Skepsis gegenüber der überlieferten Religion, die immanenzorientierte Metaphysik, die Doppelzüngigkeit und die Suche nach einem anderen Weg zum Seelenheil. Michael de Spinoza. Spinozas Vater war, so Jovell, ein typischer Repräsentant dieser Maranenkultur. Ein hochrespektierter Händler und Geschäftsmann, der als Parnass in den Judenrat der jüdischen Gemeinde von Amsterdam gewählt worden war und der darauf bestanden hatte, dass sein Sohn Baruch in der jüdischen Tradition erzogen wurde, weswegen er ihn als Sechsjährigen in die Yeshiva Keter Torah in Amsterdam schickte, die von dem Rabbiner Shaul Levi Mortaira geleitet wurde. Dort war nach allen Berichten, über die wir verfügen, Spinoza so etwas wie ein Musterschüler, der bereits mit 14 Jahren eine perfekte Kenntnis des Talmud und der Torah hatte. Zusätzlich besuchte der junge Spinoza auch noch das jüdische Lehrhaus des hochgelehrten Rabbiners Menasseh ben Israel. 1655 begann dann, Spinoza war gerade 23 Jahre alt, offensichtlich unter dem Einfluss der fortschrittlichen Ideen seiner Epoche und dem von Descartes, bei Spinoza, natürlich von den Enden, der begann dann bei Spinoza dieser Prozess der Distanzierung, des Zweifels, des Umdenkens, der ihn schließlich dazu führte, in seinem 1670 anonym in Amsterdam veröffentlichten theologisch-politischen Traktat aus der Sicht des modernen Rationalismus die Dogmen der monotheistischen Religion, die Wunder, den Aberglauben, die Formen der göttlichen Offenbarung, die Lehre vom auserwählten Volk Gottes sowie die Vorschriften des überlieferten jüdischen Gesetzes, der Halacha, anzuzweifeln und in Frage zu stellen. Seine Hauptabsicht war, den Vorurteilen der Theologen zu widersprechen, die ihn deswegen des Atheismus bezichtigten und trotz aller Diskriminierungen und Einschüchterungsversuche mit allen Mitteln die Freiheit des Denkens und der Meinungsäußerung zu verteidigen. Der Vorwurf des Atheismus ist relativ leicht zu widerlegen, da, wie Jovell, unter anderem Jovell unterstreicht, Spinoza der Idee des Ewigen, des Unendlichen und der Perfektion, mit anderen Worten der Gottesvorstellung, stets verbunden blieb, aber diese Gottheit wurde nicht mit der Gestalt einer außerweltlichen, von der Natur erschaffenen Person identifiziert. Gott als Objekt der Liebe des Menschen war vielmehr das Weltall selbst, insofern als er als ein einiges Ganzes verstanden wurde. Gott und die Natur waren eins, weshalb Naturerkenntnis und Gotteserkenntnis für ihn ein und dasselbe waren. Deus sive natura. Kein geringerer als Hegel war von dieser Theorie Spinozas, von der absoluten Immanenz Gottes und seiner Identität mit der Totalität des Wirklichen, mehr fasziniert, was vermutlich Hegel dazu inspirierte, den spinozistischen Begriff der Substanz zur Grundlage seiner Phänomenologie des Geistes zu machen. Gleichzeitig aber kritisiert Hegel an Spinozas System der Philosophie allgemein einen Mangel an dialektischer Logik, das heißt einen Mangel an Subjektivität. Der junge Marx teilte offensichtlich ebenfalls diese Faszination für Spinoza, die dadurch belegt ist, dass er in seiner Inauguraldissertation über die Differenz des Materialismus bei Demokrit und Epikur Spinozas Religionskritik lobend erwähnt. Marx war dabei sogar so weit gegangen, darin Auszüge der Übersetzung des theologisch-politischen Traktats aus dem Lateinischen ins Deutsche persönlich mit seinem eigenen Namen Karl Heinrich Marx zu signieren.
Nun besteht, um zum Schluss zu kommen, besteht die Originalität der Spinoza-Lektüre Ernst Blochs in den Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, unter anderem darin, dass er noch bevor Louis Althusser in Frankreich sich Spinozas Werk zuwandte, er ebenfalls den Versuch einer marxistischen Lektüre und Interpretation Spinozas unternimmt, jedoch stets mit einem gleichzeitigen für den Autor des Prinzips Hoffnung charakteristischen Seitenblick auf den jüdischen Philosophen aus Amsterdam, das heißt den ehemaligen treuen und orthodoxen Talmud-Schüler, der von 1655 an plötzlich auf Distanz zum orthodoxen Judentum ging, ohne jedoch seine frühere Verwurzelung in der jüdischen Religion zu leugnen. Fasziniert ist Bloch aber auch aus verständlichen Gründen von der Dissidenz Spinozas, das heißt dessen Mut und Aufrichtigkeit, ganz und gar konsequent für seine fortschrittlichen, ketzerischen Ideen voll einzustehen, sei es auch um den Preis möglicher Diskriminierungen und Verfolgungen durch die jeweils herrschenden Mächte in Politik und Religion. Zu erinnern sei in diesem Zusammenhang nur daran, dass Bloch diesen Vorlesungszyklus in Leipzig im Herbst 1955 hält, also genau ein Jahr vor den großen politischen Schwierigkeiten, in die er 1956 geriet, weil er im Zusammenhang mit der brutalen Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes im November 1956 durch die Sowjetunion und die sowjetischen Panzer in Budapest gegen die Haltung der DDR-Regierung in diesem Konflikt und in dieser Krise protestiert und er unter anderem beim Kulturminister der DDR, Johannes R. Becher, interveniert hatte, um die Freilassung seines Jugendfreunds Georg Lukács zu erreichen, der als ehemaliger Kulturminister der provisorischen Regierung von Imre Nagy nach der Niederschlagung des Volksaufstands in seiner Budapester Wohnung verhaftet und nach Rumänien deportiert worden war. Dieser Protest genügte offensichtlich der prosowjetischen Ulbricht-Regierung in der DDR, um Ernst Bloch auf die schwarze Liste zu setzen, um ihn zu diffamieren und in einer Artikelserie im Neuen Deutschland, die im Dezember 1956 veröffentlicht wurde, als Mystiker, der sich auf das Gebiet des historischen und dialektischen Materialismus verirrt hat, zu verunglimpfen. Im damaligen neostalinistischen System der DDR bedeutete dies natürlich sofort als Dissident, das heißt als Abweichler, das heißt als Kritiker des Sozialismus und der Staats- und Parteiführung der DDR gebrandmarkt zu werden, was quasi automatisch zur Verhaftung, Verurteilung und Einkerkerung führte. Prompt wurde dann auch schon im November 1956 Wolfgang Harich, der Mitherausgeber mit Ernst Bloch der Deutschen Zeitschrift für Philosophie, und die Ostberliner Harich-Gruppe insgesamt verhaftet und im Februar 1957 in einem geheimen Schnellgerichtsverfahren zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Ernst Bloch, der Harich gut kannte, stand auch auf der Liste. Und wie ich in meiner Ernst-Bloch-Biografie bereits erwähnte, hatte die Staatsanwaltschaft der DDR auf Betreiben der DDR-Regierung auch einen politischen Prozess gegen Ernst Bloch geplant, der im Frühjahr, Sommer 1957 in Leipzig stattfinden sollte. Dass er schließlich dann doch nicht stattfand und sine die verschoben wurde, lag unter anderem daran, dass im Zentralkomitee der SED eine gewisse Uneinigkeit über die Opportunität dieses politischen Prozesses herrschte und dass bei den Beratungen des ZK führende Mitglieder des Zentralkomitees, wie zum Beispiel Kurt Hager, sich dagegen ausgesprochen hatten, mit dem Hinweis darauf, dass Ernst Bloch international zu bekannt sei und dass durch einen solchen Prozess das Ansehen der DDR als antifaschistischer Staat der Arbeiter und Bauern auf deutschem Boden gefährdet sei. Dies ersparte offensichtlich Ernst Bloch das Schicksal von Wolfgang Harich, der zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde und der 7 Jahre lang im Staatsgefängnis der DDR, das heißt im Zuchthaus Bautzen in der Lausitz, inhaftiert war. Für den plötzlich in Ungnade gefallenen Ernst Bloch hielt die Staats- und Parteiführung der DDR eine andere Lösung bereit. Seine Zwangsemeritierung ab 1. September 1957, seine gleichzeitige vorzeitige Versetzung in den Ruhestand unter Kürzung seiner
bisherigen Bezüge, das heißt seines Professorengehalts um 50%. Dazu kam die Suspendierung der vom Bloch geplanten, schon angekündigten Lehrveranstaltungen ab dem Sommersemester 1957 an der Universität Leipzig. Das betraf auch die dreistündigen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, die bis zum Januar, Februar 1957 jeweils am Montag und Freitag von 12 bis 14 Uhr im Leipziger Institut für Philosophie stattfanden. In einem offenen Brief an Walter Ulbricht vom 22. Januar 1957 hatte sich Bloch gegen die ihn, den Revisionisten, geführte Pressekampagne in der DDR beschwert, seine Treue zum Marxismus und zum Sozialismus beteuert, gleichzeitig aber angedeutet, dass er aus Altersgründen eventuell eine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand mit 72 Jahren akzeptieren konnte. Gleichzeitig versuchte er wohl aus rein taktischen Gründen und um das Schlimmste, das ihm drohte, von ihm abzuwenden, Walter Ulbricht umzustimmen und zum Einlenken zu bewegen, indem er am 15. April 1957 an die Redaktion des Neuen Deutschland eine Art Ergebenheitsschreiben schickte, das am 20. April 1957 im Zentralorgan der SED veröffentlicht wurde und in dem Bloch nach der Feststellung, dass keinerlei Diskussion sein Festhalten am Sozialismus und am Frieden und an der deutschen Einheit in Frage stellen könne, zu der Schlussfolgerung kommt, es ist die Deutsche Demokratische Republik, auf deren Boden ich mich befinde, mit deren Anliegen ich übereinstimme, in deren Zentrum die Abschaffung der Ausbeutung von Menschen durch Menschen steht. Offensichtlich hatte dieser Brief seine Wirkung nicht ganz verfehlt und der von der Staatsanwaltschaft der DDR gegen Bloch geplante Prozess fand nicht statt. Bloch wurde lediglich kaltgestellt, isoliert, regelmäßig vom Stasi überwacht. Seine Vorlesungen für das Sommer- und Wintersemester 1957 wurden abgeblasen, um nicht zu sagen verboten, und seine Assistenten, darunter Jürgen Teller, sein wichtigster Assistent in Leipzig, entlassen. Ganze 4 Jahre dauerte diese diskriminierende Isolierung Blochs in seiner Leipziger Wohnung, bis der Philosoph schließlich im August 1961 in den Schluss fasste, mit seiner Frau und seinem Sohn in den Westen auszureisen und dort nach dem Bau der Berliner Mauer zu verbleiben. Mit seiner Würdigung der großen Einsamkeit des jüdischen Philosophen von Amsterdam, seiner erzwungenen Isolierung und der ungebrochenen intellektuellen Widerstandskraft seines radikalen Rationalismus gegen die konservativ intolerante Theologie und den Autoritarismus der Herrschenden seiner Zeit, antizipiert Ernst Bloch in seinen Leipziger Vorlesungen in der Tat die schwierige Situation der Isolierung, in die er schließlich selbst 1 Jahr nach seiner Spinoza-Vorlesung in Leipzig im November 1955, durch seinen Konflikt mit der Staats- und Parteiführung der DDR geraten sollte, die ihm nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands Revisionismus, mystische Lehren, Verwirrung in den Idealismus, Kritik am Sozialismus, an der Partei der Arbeiterklasse und der Staatsführung der DDR vorwarf. Freilich liegen zwischen Spinozas Dissidenz und erzwungener Isolierung und derjenigen Blochs in den Jahren 1957 bis 1961 in der DDR mehr als 300 Jahre, was den Vergleich relativiert. Dennoch scheint er uns, zumindest zum Teil, gerechtfertigt zu sein, auch wenn der jeweilige politisch-historische Kontext völlig verschieden war. Schließlich waren wir doch beide Juden, Verfechter eines kritischen, fortschrittlichen Denkens und Opfer engstirniger Dogmatik.